sind so viele ganz allein. Es gibt auf der Welt so viele Tränen und Nächte voller Einsamkeit. Und jeder wünscht sich einen Traum voller Zärtlichkeit. Vermisst du den kleinen Tier? Wir haben Corona. Er wohnt zwar nebenan, wir winken uns mal zu, aber wir dürfen uns nicht näher sehen. Ja, ich vermisse den einfach, ne? Also klar, irgendwie, man hat sonst immer so viel zusammen gemacht, nicht zuletzt auch diese Weihnachtsansprache hier. Ja, und das ist einfach ein komisches Gefühl und so ein paar Bilder, die können nicht annähernd das Gefühl rüberbringen, was man sonst hat, wenn man nebeneinander sitzt. Allein ist blöd. Man fühlt sich einsam. Teils, man fühlt sich hilflos, machtlos. Wie traurig bin ich jetzt? Das ist ungefähr so, als wenn. Wenn man das Herz rausreißt. Ja, dass ich einfach. Dass ich ja jemanden habe, an den ich mich anlehnen kann, ne? Also der einfach auch so dir Geborgenheit gibt. Und das kann er einfach, ne? Und. Also, ich kann mich so mit meinem ganzen Körper ohne Probleme an ihn anlehnen. Und es passiert nichts. Scheiße ist das. Das war, wo Anna und Christian ausgeschachtet haben. Da war es minus 10 Grad. Da haben wir oben auf dem Dreckhaufen gesessen. Da haben wir eine Ansprache gemacht. Und sie hat Anna und verlabert. Da mussten wir alles neu machen. Alles neu. Dann hat er immer gezittert, dass ich die Knochen gehört habe. Das war schön. Bisschen schade. Froh ist man ja trotzdem. Ne? Das war meine kälteste, aber meine bewegendste Weihnachtsansprache, fand ich. Die war gut. Also da denke ich vor allen Dingen auch daran zurück, wie wir zusammen mit dem Anhänger irgendwie quer durch Uckerath gefahren sind. Und ja, es war einfach schön gewesen, ne? So die Zeit, die wir zusammen verbracht hatten. Ja. Trauer steigen und man will es ja nicht immer zeigen, ne? Man will nicht immer zeigen, wie man sich fühlt, aber ja, also man fühlt sich einfach nicht gut im Moment und man fühlt sich einfach einsam. Er hat ja eine Allergie mit der Maske, kann ja keine Maske tragen, ja. Spuckt ja immer so. Ja. Das hat der Arzt ihm gesagt, er dürfte nicht raus, weil er immer alle Leute anspuckt. Ja. Die Maske, die er hat, muss er alle paar Minuten ausfringen. Wie mein scheiß Taschentuch hier. Naja, ihr kennt den Siam, ja. Kleine Rotze. Liebe Bürgerinnen und Bürger unseres schönen Dorfes Lückert und all unserer schönen Nachbardörfer. Wieder einmal geht ein bewegendes Jahr zu Ende und es ist Zeit, kurz innezuhalten, um zu besinnen. Wir schauen auf ein Jahr 2020 zurück, das geprägt war von einem scheiß Virus. Ja, und ich fühle mich so alleine. Das waren noch Zeiten, als wir gemeinsam Weihnachtsansprache gehalten haben. So alleine macht das überhaupt keinen Spaß. Eigentlich fing ja alles voll toll an. Mit 70 Lückertern sind wir im Januar nach Berlin und waren bei der Preisverleihung, um unsere Golddorf-Auszeichnung abzuholen. Da waren auch dabei. Da haben wir in der Hauptstadt den Trotteln mal richtig gezeigt, wie die Dorfeier feiern können. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Da sind wir abgegangen. Nichts vergessen, sogar der Bundespräsident hatte uns empfangen. Warum hatte der Siam da eigentlich weiße Turnschuhe an? Das gehört sich nicht. Dann, Mitte März, hieß es nur noch Abstand halten. Das Virus war unter uns. Und ich dachte zuerst, dass es kein Bier mehr gibt, weil sich alle so aufrichten. Auch Lückert fiel in einen Lockdown
Sogar das Pfingstfest musste ausfallen. So etwas gab es in der tausendjährigen Geschichte Lückerts noch nie. Fast das ganze Jahr mussten wir uns nun zurückhalten. Toi toi toi, bislang lief es ganz gut. Ja, das war schon krass. Es ist immer noch so. Aber der Bürgermeister spürt, dass es langsam bergauf geht. Und dann werden wir das Pfingstfest 2021 zum ersten Mal mit 5 Tagen am Stück feiern. Da haben wir schließlich einiges nachzuholen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie schon Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Ich sehe auch schon die Bierkrone am Pfingstplatz. Leider sind in dieser schweren Zeit auch 2 Dorfbewohner verstorben. Helmut Weinkauf und Günther Bolloff sind in diesem Jahr von uns gegangen. Unser aufrichtiges Beileid. Doch es gab auch schöne Nachrichten. Leni und Lynn begrüßen wir als neue Dorfbewohnerin. Herzlichen Glückwunsch. Den Eltern Sebastian, Kiki, Sarah und Robert. Hä? Waren die echt zu viert? Nach langem Warten durfte Anna endlich ihren Christian heiraten. Am Samstag, den 11. Juli 2020, war es soweit. Um 15 Uhr fand die Trauung statt, in deren Garten. Anschließend wurde in einem grandiosen Zelt neben dem Pfingstplatz gefeiert. Alles in unserem schönen Lückert. Da waren wir nicht mehr so ganz alleine. Wenn ich so daran denke, fühle ich mich jetzt noch einsamer. Zudem feierten am 16.11. Horst Vitor und Herbert ihre Goldhochzeit. In ganz kleinem Rahmen und natürlich mit Abstand. Dazu wurde ein Kranz aufgehangen, den die Lückerter Welt wohl noch nie gesehen hat. Das war auch irgendwie gar kein richtiger Kranz mehr. Das sah aus wie eine Empfangshalle aus Röschen und Tannenzweigen. Die 50 erhellt nachts das komplette Unterdorf und ich kann kaum noch schlafen. Und dann hat unser Landrat gesagt, dass Lückert in der Champions League spielt und nicht nur die drecksverwöhnten Bayerner, der Scheißpack da, blöde Fußballverein da, hochbezahlten Arschlöcher. Entschuldigung. Nach unserem Gewinn auf der Bundesebene sind wir nun Teil des europäischen Dorfwettbewerbs. 3 Jurymitglieder aus Belgien, Österreich und Deutschland machen sich hierzu am 28. September ein Bild von uns. Die Ergebnisse werden im Mai 2021 verkündigt. Da sind wir mal gespannt. Ich weiß, wir werden wieder eine Goldmedaille holen. Ich bin schließlich der Seher von Lückert. Doch nun heißt es erstmal durchhalten, liebe Dorfbewohner. Das schaffen wir jetzt auch noch. Jetzt sind wir so weit gekommen, das kriegen wir hin. Ich bin so alleine. Scheiße hier. Wir wünschen euch nun von Herzen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und schönes Jahr 2021. In diesem Sinne, jetzt will ich trinken wie ein Elch. Und nehme diesen tiefen Kelch. Stehe ich wie ein Lückertsmann. Und stoßen auf unser Lückert an. Stoß dieses Mal mit Wasser an. Alleine saufen macht keinen Spaß. Jetzt nehme ich mal ein Wasser. In der Hoffnung, vielleicht können wir ja nächstes Jahr wieder zusammen eine Weihnachtsansprache machen. Prost. Schmeckt auch nicht. Ich trinke kein Bier mehr und nichts mehr. Na gut, ich bin nicht mehr. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner. Mit Schwefeldioxid vernebelt mir die Sinne, bis man nichts mehr sieht. Baut mir durch die Küche noch 'ne Autobahn,
schneidet mir die Haare und zieht mir doch den Zahn. Und wenn es wirklich nötig ist, dann will ich nicht so sein. Dann lagert noch Plutonium in meinem Keller.